Ein Mahnmal in Berlin. Es soll erinnern an 500.000 Sinti und Roma, die von den Nationalsozialisten als Zigeuner beschimpft und ermordet wurden. Als das Mahnmal im Oktober eingeweiht wird, berichten alle Medien. Knapp 70 Jahre nach Kriegsende ist in Berlin ein Denkmal für die von den Nationalsozialisten ermordeten Sinti und Roma eingeweiht worden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zitierte das Gedicht, das am Rand des Mahnmals eingraviert ist. Die Berliner Zeitung porträtierte den Zentralratsvorsitzenden der Sinti und Roma. Und die Süddeutsche fragte, hat die Gesellschaft nichts gelernt? Vielleicht nicht genug. Denn nur zwei Tage später berichten überregionale Zeitungen über den aktuellen Ansturm von Roma-Familien. Es ist nicht mehr auszuhalten. Und? EU will gegen Missbrauch des Asylrechts vorgehen. Es geht zunächst um die Roma aus Serbien und Mazedonien, mögliche EU-Beitrittskandidaten. Roma werden dort diskriminiert, vielmehr aber noch in den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien. Sie wandern aus in der Hoffnung auf ein besseres Leben in Deutschland. Deutschland aber diskutiert sich heiß, ob es diese Menschen haben möchte. Auf allen Kanälen, in zahlreichen Talkshows. Unser Thema heute lautet: Feindbild Sinti und Roma, sind wir zu intolerant? Das Thema Migration und überhaupt alles rund um Einwanderung, Eingewanderte hat ein hohes emotionales Potenzial. Jeder Mensch glaubt, dabei mitreden zu können. Und es mobilisiert offensichtlich. Man sieht das auch an den Einschaltquoten, im Fernsehen, bei Talkshows zu diesem Thema. Anfang Februar tagt der Deutsche Städtetag. Sein Positionspapier löst eine zweite mediale Welle aus. Die Städte seien überlastet mit der Armutszuwanderung. Aus Rumänien und Bulgarien kämen viele Menschen in deutsche Städte, die in ihrer Heimat unter sehr schwierigen Bedingungen oft in Armut lebten und bessere Lebensverhältnisse suchen. Die Städte haben Alarm geschlagen, weil immer mehr Armutseinwanderer aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumänien zu uns kommen. Das gefährdet den sozialen Frieden. Die Grenzen sind gefallen. Die Ärmsten aus den armen Häusern Europas lassen sich nicht mehr abweisen. Und Städte wie Duisburg müssen schauen, wie sie damit fertig werden. Wir haben, als die Debatte losging, mit einigen Wissenschaftlern telefoniert. Und die haben gesagt, diese hysterische Debatte würde sie ein bisschen verwundern. Und haben uns immer wieder darauf hingewiesen, dass immer der Querschnitt einer Bevölkerung aus einem Land kommt. Aber in den Medien kursiert hartnäckig eine Zahl, die allein auf die Armutszuwanderer bezogen wird. 147.000. So schreibt neben vielen anderen Zeitungen die FAZ. Die Zahl der Armutseinwanderer aus Rumänien und Bulgarien nach Deutschland hat sich von 64.000 im Jahr 2007 auf 147.000 im Jahr 2011 mehr als verdoppelt. Auch im Fernsehen findet sich die Zahl bald wieder. 2007 waren es 64.000, im Jahr 2011 schon 147.000 Menschen. Diese Zahl ist richtig und falsch. Sie ist insofern nicht richtig, als dass 147.000 Menschen zwar aus Rumänien und Bulgarien gekommen sind, aber zwei Drittel von ihnen auch wieder gegangen sind. Das heißt, unterm Strich sind im Jahr 2011, das ist das Jahr, von dem wir die komplette Statistik haben, keine 60.000 gekommen. Und die sind nicht alle Armutseinwanderer. Das können wir so nicht sagen, weil wir wissen, dass sehr viele Saisonarbeiter, Fachkräfte, Studenten darunter sind. Aber kein Mensch redet über die einzige Gruppe, die tatsächlich überproportional migriert aus Rumänien. Und das sind die Ärzte. Wir kaufen praktisch ganze Absolventenjahrgänge von Medizinstudenten aus Rumänien raus. Diese Differenzierung viel zu kompliziert. Es ist Wahlkampf und der Innenminister Dauergast in den Medien. Wer nur hierher kommt, nicht um zu arbeiten oder zu studieren, sondern hier Sozialhilfe zu kassieren, muss wieder gehen. Es gibt eine bestimmte Zahl, die nur hierher kommt, um Sozialleistungen zu bekommen. Das können wir nicht akzeptieren. Wer hier arbeiten will, kann das tun, aber er kann hier nicht herkommen, nur um Sozialleistungen zu kassieren. Er ist tendenziell populistisch, weil er darauf abzielt, mit seiner Anti-Einwanderungs-Argumentation doch den einen oder anderen Wähler zu gewinnen in einem bestimmten Milieu. Die Menschen, die zuwandern, bekommen die Leistungen, die ihnen zustehen und keine mehr. Das Thema ist aber nicht nur wahlkampftauglich, sondern auch quotenträchtig.
Menschen bei Maischberger bespricht es gleich zweimal in 4 Monaten. Die Redaktion gibt sich Mühe beim Jonglieren mit Klischees. Frau Bislimi, das war ein Spiegeltitel 1990. Haben Sie eigentlich etwas dagegen, wenn man Sie Zigeunerin nennt? Stört Sie das? Frau Maischberger, allein die Frage stört mich schon. Ja, es tut mir weh. Mhm. Es stört mich nicht nur, es tut mir weh, weil das für mich immer was Negatives impliziert. Warum? Zigeuner werden im Zusammenhang gebracht mit dreckig sein, sie klauen sie, sie können sich nicht anpassen. Ist auf jeden Fall kriegen sie von allen Seiten einen bestimmten Stempel. Mhm. Und dieser Stempel lässt sich schwer abwaschen. Die schaffen es nicht, sich in ganz normale Wohnverhältnisse zu integrieren. Warum nicht? Also, genau schafft es, gibt nicht? Es gibt ein ganz konkreten Beispiel. Es wurden 2 Plattenbau-Wohnblöcke zur Verfügung dargestellt. Mhm. In weniger als 2-3 Monate gab es keine Fenster, es gab keine Türen mehr. Es wurde alles verkauft und verscherbt. Aber es das haben ist doch absurd. Pferde bei aller in diese Liebe. Nein, das ist doch, nicht absurd. Das ist leider Realität in Bulgarien. Es haben Pferde und Ziegen drin gelebt. Pferde und Ziegen im Plattenbau. Klischees als sichere Wahrheiten. Ein weiteres beliebtes Bild, ominöse Zigeunerclans oder Zigeunerkönige, die im Hintergrund die Strippen ziehen. Mit dem Elend ihrer armen Landsleute Geld verdienen, sie zum Betteln oder zur Prostitution zwingen. Die Taz bringt eine Reportage über das Ende des Traums von einer besseren Zukunft, den die Könige zerstören. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung titelt das Elend als Geschäftsmodell. Gerüchte, Geschichten, Vermutungen. Der Journalist Norbert Mappes-Niedig reiste nach Bulgarien, recherchierte selbst. Den König, der jetzt über andere gebietet, der sozusagen eine Struktur von Befehl und Gehorsam aufgebaut hätte, der irgendein Gebiet kontrollieren würde, den gibt es nicht. Berichterstattung über Roma, über Zuwanderer, über Armut, sie ist wichtig, aber... Ich wünsche mir vor allem einfach mal eine Recherche. Wenn eine Zahl in den Raum gestellt wird, müsste man einfach noch mal gucken, wo kommt die her, was steht da dazu, stimmt das so, wie es in der Pressemitteilung wiedergegeben wurde? Je mehr man fremdelt, je merkwürdiger einem das alles vorkommt, desto exotischer wird die Geschichte, desto schöner wird sie anzusehen, aber desto unwahrer wird sie leider auch.